von Marions Kreativladen. Zweite Video heute, kommt aber noch eins. Jetzt möchte ich euch ganz gerne meine Bestellung zeigen von Stampin' Up. Die ist gestern gekommen, ist jetzt eine kleine Bestellung, wie ich euch ja schon erzählt habe. Ich bin ja Demonstratorin bei Stampin' Up, eine von vielen. Aber ja, ich bestelle ja so hauptsächlich viel für mich, habe aber auch nette Kundinnen. Und also, wer Lust hat und noch keinen Demonstrator hat, würde ich mich freuen, wenn ihr euch bei mir melden könnt. Meine E-Mail-Adresse steht ja in der Infobox. Ja, vielleicht habt ihr ja Interesse und dann würde ich mich auf jeden Fall freuen. So, ich fange mal an mit dem Kleinsten. Also ich habe mir einmal hier ein paar Sachen ausgesucht. Die habe ich jetzt noch nicht alle bestellt. Genauso wie hier sind ja mega, mega schöne Sachen drin. Ich habe jetzt einfach mir mal so einen Nachfüller für das Versamark Stempelkissen bestellt für dieses Wasserzeichen Stempelkissen. Ja, meins ist schon etwas älter und ja, finde ich ja immer ganz toll bei Stampin' Up, dass man da so Nachfüller bekommt. Deshalb durfte das mit, kann ich euch jetzt da nicht zeigen. Genau wie hier, also das ist da drin, aber das habt ihr ja schon mal gesehen. Da habe ich nochmal die Kuppeln bestellt für die Fläschchen hier. Die fand ich ja schön. Da habe ich ja so ganz, ganz, ganz viele Karten gebastelt. Hatte ich euch ja auch schon vorgestellt, die Karten. Also ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Habe ich mir einmal beim Stempler geholt. Der macht ja immer ganz, ganz, ganz tolle Sachen, wie ich finde. Oft sehr schwierige Sachen, aber trotzdem interessant. Und ja, und die habe ich mir nochmal bestellt, bevor die aus dem Programm kommen, weil die Einmachgläser von da bekomme ich nämlich leider nicht mehr. Ja, da habe ich nur noch so ein paar und deshalb habe ich gedacht, ich decke mich mal damit ein. So, jetzt kommen wir zu meinem ersten Set, was ich bestellt habe. Also was ich ganz mega finde, ich zeige euch das trotzdem mal, ist ja hier erstmal dieses tolle. Mir gefällt das super, super gut, das Produktepaket. Funkelnde Feiertage, das finde ich so, 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 so schön. Wirklich schön mit diesen Stanzen von Schneeflocken. Mega. Ja, da muss noch ein bisschen warten. So, dann kommen wir zu dem, was ich unbedingt haben muss. Da habe ich auch so, so schöne Karten im Internet gesehen bei vielen Stampin' Up Demonstratorin und ich fand, und ich stehe ja sowieso so auf Gnome, Wichtel, wie auch immer man die schimpfen mag, und deshalb habe ich mir das bestellt. Das durfte wirklich mit. Einmal das Stempelset sind Gummistempel und passend dazu die Stanzschablonen. Finde ich mega schön, kosten im Bundle 61 Euro. Normalerweise bezahlt man halt 30 für die Stempel und 38 für die Stanzen sind 38. Und man weiß ja, wenn man immer diese Produktpakete nimmt, dann gibt es, kommt, steht auch gleich noch mal immer diese Prozente, die man runtergeht. So, das finde ich auch mega süß. Habe ich auch noch nicht bestellt, aber wie gesagt, ich finde es einfach richtig, richtig süß. So, dann habe ich mir diese Schneeflocken hier, die habe ich jetzt hier hinter gesehen. Dachte erst, das wäre die Stanze von da vorne. Ist er aber nicht. Das sind diese Schneeflocken. Die heißen zauberhafte Flocken. Kosten 7,50 Euro und sehen so aus. 24 Stück kommen da. Also 6, 12, 18, 4 Bögen davon. Und ja, dachte ich mir, sieht doch richtig toll aus, wenn man die... Also hier würde ich es jetzt nicht so hintermachen, aber hinter was Edlem finde ich das mega schön. Ja, habe ich mir dann auch mal bestellt. Und das ist so ein schimmerndes Papier, so holographisch, fand ich mega schön. Das habe ich mir auch direkt mitbestellt. Ja, dann habe ich mir ausgesucht, aber auch noch nicht bestellt. Ja, der Herbst ist schon bald vorbei, aber nächstes Jahr kommt ja wieder. Das finde ich auch mega schön. Ja, da war ich noch ein bisschen am Überlegen. Kostet 60,25 als Produktepaket. Wie gesagt, musste auch noch ein bisschen warten. Ja, und hier finde ich jetzt toll. Ich habe ja das andere Stempelset davon, die Stanze. Jetzt, wie gesagt, diese Teile. Und die sind ja passend
zu der Stanze. Deshalb werde ich mir dies auch noch zulegen. Wahrscheinlich noch vor Weihnachten. Blumenguss zum Fest. Wie gesagt, die Stanze habe ich. Würde mir dann nur den Stempel bestellen. Ja, und hier haben wir nochmal. Das ist ja das, was ich mir das letzte Mal bestellt habe. Allerbeste Grüße mit dem mit der Stanze, mit der Trio-Stanze. Hat gekostet 51,25 €. Und hier ist nochmal halt das Produktepaket, steht ja immer 10% aufs Paket. Ne? Das war das. So. Hier hatte ich, ja, hier war dann auch nochmal mit dem, ach ja, das ist das, auch das Kürbisproduktepaket. Das ist ja immer schön, dass das hier dann so steht. Ne? So, das war aus dem kleinen Katalog. Jetzt schauen wir mal hier. Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich finde ja immer schön, wenn die Sprüche da so sind. So. Da haben wir einmal diese besonderen Momente. Finde ich auch mega, mega schön. Ja, wie gesagt, wird auch bestimmt meins. Ich finde das immer schön. Und was ich sehr, sehr, sehr schön finde bei Stampin' Up, sind ja wirklich die Schriften. Ja, ich mag nicht so gerne diese Druckschriften oder so. Und hier dieses Geschnörkelte finde ich echt toll. Das ist auch sehr schön von den Sprüchen her. Kleiner, gute Laune, Gruß, vielen lieben Dank. Zum Geburtstag 12 Monate Glück, 52 Wochen Freude und 365 wunderbare Tage. Hab immer Sonne im Herzen, ist auch richtig, richtig, richtig schön. So, ja, das bin ich auch noch. Hier so für Vatertag oder für einen Herrengeburtstag finde ich auch sehr schön. Ach, hier sind die. Das sind ja die Plastikkuppeln, ne, für die Vintage-Flasche und die kosten 9,75 Euro. So, jetzt habe ich das, glaube ich, nicht bei mir drin, aber ich zeige es euch trotzdem. Da habe ich einmal mir hier diese gern genutzten Grüße mitbestellt. Das ist einmal, ich denke an dich, schönen Geburtstag, kleiner Gruß, vielen Dank. Nochmal, ich denke an dich, schönen Geburtstag. Hallo, vielen Dank, kleiner Gruß, in verschiedenen Größen und Schriften, vielen Dank, ich denke an die schönen Geburtstag. Die gefallen mir natürlich am allerbesten. Sind auch Gummistempel. So, und dann habe ich, ist mir aufgefallen, ich mache ja Babyalben zum Beispiel, Babyalben oder auch sowas, Karten und ja, ich habe auch schon mal Bilderrahmen hergestellt und habe festgestellt, dass ich überhaupt keine Stempel habe, wo ich die Jahre und so machen. Hier ist ja jetzt, da kann man ja jetzt 2000 hier sich so zusammenstückeln, ne? Und dann September, Oktober, Montag, Dienstag, wichtiger Termin, denkt dran, schöner Geburtstag, Grund zum Feiern heute. Aber mir war wichtig, dass ich das mal hier habe. Das sind Silikonstempel, dass ich das Tatsache mal habe, um dann ein Geburtsdatum, eine Größe, Gewicht, sowas zu machen, hatte ich nicht und deshalb durfte das mit. Ich schreibe euch in die Infobox alle Artikelnummer von den Sachen, die ich bestellt habe, genauso wie die Preise. Da weiß ich jetzt nicht, aber da könnt ihr gerne dann nochmal nachschauen. Ja, das war meine kleine Bestellung, aber feine Bestellung bei Stampin' Up. Ich habe mich mega gefreut, ich freue mich immer. Ja. Vielleicht ist ja das eine oder andere für euch dabei. Vielleicht hat der eine oder andere Lust, sich ja zu melden, wenn er was bestellt haben möchte. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Eure Marion von Marions Kreativland. Tschüss, meine Lieben.